Doch, was ist eigentlich die i-te-Wurzel aus i? Die i-te-Wurzel aus i ist nichts anderes als in der Potenzschreibweise i hoch 1 geteilt durch i. Wenn wir das Ganze mit i geteilt durch i erweitern und zugleich wissen, dass i im Quadrat minus 1 ist, erhalten wir die imaginäre Einheit hoch die negative imaginäre Einheit. Und wenn wir das Reziprokgesetz uns anschauen, wissen wir, dass eine Einheit hoch eine negative Potenz nichts anderes ist als die Potenz geteilt durch die Einheit, erhalten wir dadurch 1 geteilt durch i hoch i. Und da wir wissen, dass i hoch i, also eine imaginäre Einheit hoch eine imaginäre Einheit, nichts anderes ist als e hoch minus pi halbe, können wir daraus schließen, dass dies 1 geteilt durch e hoch minus pi halbe ist. Und wenn wir jetzt schon wieder das reziproke Gesetz anwenden, dann wissen wir, dass i geteilt durch 1 e pi halbe hoch Pi halbtel nichts anderes ist als e hoch Pi halbe. Und damit wäre es bestätigt, dass die i-te Wurzel aus e nichts anderes ist als e hoch Pi halbe. Quod erat demonstrandum.